Sonja und willkommen zu einer weiteren Folge Roblox Brookhaven hier zusammen mit der Easy. Yeah. Und wir sind heute Geburt bis zum Tod als YouTuber und ich würde sagen, let's go! Woo. Hallo? Hallo, ist hier irgendwo eine Ärztin? Ja, hier hinten. Ah, was hallo. Was willst du tun? Komm ruhig her. Ich bin schwanger, ich glaube mein Baby kommt. Schwanger? Ja. Du bist schwanger? Ich bin schwanger. Nein, dann müssen wir uns beeilen. Lass mich kurz spüren. Ich spüre, das Baby kommt gleich. Okay, warte, ich muss kurz nur schauen, welcher Raum ist vom Vibe her der beste. Vom Vibe her? Sagen Sie mal, sind Sie wirklich Ärztin? Der hier in der Mitte, bitte. Hä? Hallo, hast du mal geguckt, was auf meinem Kopf klebt? Außerdem trage ich eine Maske. Ich bin nicht Ärztin. Jetzt setz dich hin! Okay, hinsetzen, aufs Bett legen? So? Ja, nicht so rum, oh mein Gott, bist du wahnsinnig, steh auf! Warum? Du musst mit dem Kopf aufs Fußende, oh nein. Was? Warum? Das ist sonst ein schlechtes Omen, los, schnell. Schlechtes Omen, schlechtes Omen, ist mir doch egal. Oh nein, da wird ein Mädchen werden, wenn du so weitermachst, das kann ich dir prophezeien. Und? Sollte das nicht schon entschieden sein? Ich glaube, jetzt ist es eh schon zu spät. Ah, das spielt noch eine große Rolle. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann pressen. Okay, ich hab Frau und... Okay. Siehst du, hab ich doch gesagt, es ist ein Mädchen. Es ist tatsächlich ein Mädchen, aber hätte man das nicht schon im Ultraschall davor sehen können? Aber ich spüre das schlechte Omen in ihr. Sie spüren das schlechte Omen in ihr? Ja, sie wird böse sein. Sie wird ein böses Mädchen werden. Dankeschön. Klar. Ich glaube auch, dass... Hättest du mal auf mich gehört? Hätte ich mal auf sie gehört. Wieso genau ist es ein schlechtes Omen? Das ist halt die Sterne haben mir das gesagt. Die Sterne haben Ihnen das ja, gesagt? Ja, siehst du nicht die Sterne auf meinem T-Shirt? Die habe ich gefragt. Die sehe ich durchaus. Ja, siehst du. Ist es so? Ja. Und was sagen die weißt Sterne du, wer noch so? Von uns hat Medizin studiert? Du oder ich? Was? Ich glaube, keiner von uns. Ich glaube, keiner von uns beiden hat Medizin studiert. Ich freue mich schon so. Heute ist mein erster Tag in der Kita. Ich hoffe, ich finde viele neue Freunde. Hallo, ist schon jemand da? Oh, hi, du da unten. Hä? Huh? Komm hoch! Hi? Bist du in dem Gang drin? Hallo, ich bin hier hinten. Oh! Hi! Hi! Hast du da einen Keks? Ich hab einen Keks auf meinem T-Shirt. Warte. Oh! Nein! Los, komm, gib mir deinen Keks! Nein, ich bin auf dem T-Shirt doch nur drauf! Ja, aber man kann auch Kekse von T-Shirts essen. Das mache ich ständig. Ist das so? Wenn mir irgendwas aufs Shirt kleckert, dann esse ich das einfach auf. Oh, das ist cool! Oh, es regnet in der Kita. Warte, wie heißt du? Ich bin Easy. Wieso fragst du? Nur so. So, wie heißt du denn? Ich bin Ronja. Ha, Ronja, Räubertochter! Nein, das ist nicht lustig! Oh, warte, wie lange bist du schon hier? Ich bin seit heute Morgen hier und du? Nein, mein erster Tag ist heute. Ach so, nee, ich bin schon ein bisschen länger hier. Schon 3 Tage hier. Schon 3 Tage? Ja. Haben wir keine Erzieherin? Nee, ne? Nö. Die kommt einfach nicht. Die hat gesagt, sie kommt noch, aber die kann nicht. Wir müssen uns um das Baby hier kümmern. Guck mal. Oh, okay. Ab und zu gebe ich ihm ein bisschen Milch. Das ist lieb von dir. Aus dem Kühlschrank. Aus dem Kühlschrank. Ich will kein Babysitter werden, wenn ich groß bin. Okay. Möchte ich nur mal anmerken. Das würde mich voll nerven. Die schreien die ganze Zeit. Schreien die bei dir nicht? Warum schreist du denn jetzt? Warum schreist du denn jetzt? Nein! Ich will vielleicht auch mal schreien dürfen. Du willst auch mal schreien? Nein. Das ist sau nervig. Die sind die ganze Zeit am Schreien. Ich habe nämlich eine kleine Cousine, ja? Und die ist Tag aus, ist die nur am Schreien. Ich kann mir nicht vorstellen. Stell dir mal vor, das ist dein Job. Du gehst dahin und du hast die ganze Zeit schreiende Babys. Die ganze Zeit. Die hören nicht auf. Da kriegst du doch Ohrenschmerzen. Ah, ist mir doch egal. Ist dir egal? Willst du Babysitterin werden? Ja, das wäre voll cool. Ich gehe schwimmen. Du gehst schwimmen? Im Regen? Yeah! Ich verstecke mich hier drin. Oh, nee, ich gehe rutschen. Ist doch safe gesund. Denkst ja, du? Ja, wir können rutschen. Oh ja, das ist safe gesund. Es ist ja auch niemand da, der sagt, das ist nicht so. Oh. Und jetzt das Sprungbrett. Yes! Hast du? Oh, warte, ich mache ein Salto. Achtung, Achtung. Ja, und? Machst du ein Salto? Ah? Hast du gesehen? Oh, warte mal, da ist irgendjemand im Hubschrauber über uns. Ich glaub, der fliegt nicht gut. Oh Gott, der macht auch ein Salto. Oh mein Gott, nein, der macht auch ein Salto. Oh. Wo bist du? Ich liege auf der Straße. Ich
bin vom Sprungbrett ein bisschen weit. Hier auf der Straße, verstehe. Ja. Hinten vor der Kita. Okay. Ich glaube, wieder zur Kita. Ich bin bis hier katapultiert. Das ist aber cool. Das ist eine Abkürzung. Quasi. Ja. Nicht wahr? Oh, warte mal. Du liegst wirklich. Oh Gott, ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? Nicht so richtig. Oh nein. Oh nein, die Betreuerin ist auch nicht da. Was machen wir denn jetzt? Warte, ich trag dich rein. Warte. Okay, danke. Okay, warte, ich trag dich rein und dann kann ich dich neben das Baby legen oder so. Ja. Okay, hier. Nein. Okay. Nein? Okay. In Ordnung. Oh, eine weiche Matte. Das ist bestimmt gut. Okay, lass mich einfach hier liegen. Okay, mach ich. Oh, so, erstmal die Treppe sauber machen. Ich will noch ein bisschen putzen. Mama, kannst du bitte ruhig sein? Herr, was? Ich will hier gleich was aufnehmen. Ich putze doch nur. Warte, bin ich schon wieder im Hintergrund von deiner Kamera? Ja. Kannst du damit mal aufhören? Nein, spielst du gerade? Ich spiele nicht. Och, Ron, ja, ich hab dir doch gesagt, du sollst in meinem Haus nicht streamen. Ich streame auch nicht. Ich nehme ein Video auf, Mama. Du, was machst du? Ich nehme ein Video auf. Ich habe einen YouTube-Kanal. Mit der Kamera. Liegt das auf dem Boden? Hä? Ach, ich verstehe das nicht. Ronja, kannst du mal bitte aufhören mit diesen komischen Hirngespinsten und dir einen richtigen Job suchen? Das ist ein richtiger Job. Nein, du kannst nicht YouTuberin werden. Du musst mal versuchen, wieso denn nicht? Das zu machen für die Gesellschaft. Aber, hier bin ich Wesen. Weißt du, du kannst wenigstens mal ein bisschen putzen. Nein, mach ich nicht. Ich wollte gerade aufnehmen, Mama. Ich hab gesagt, du putzt jetzt mein kleines Mädchen hier. Mach das Haus sauber. Okay, ich mach das Haus sauber. Du hast immer noch das gemacht, was ich sage, während du hier unter meinem Haus wohnst. Ja, aber... Mama, warum darf ich das denn nicht machen? Guck mal, ich könnte damit... Ja, ich mach das Haus sauber. Komm, Schluss aufs Ende. Okay. Guck mal, ich kann damit ja vielleicht irgendwann mal Geld verdienen und das macht auch Spaß und das ist auch ein schöner Job. Ja, damit verdient man kein Geld, das ist kein richtiger Job. Du musst dir einen richtigen Job suchen. Was denn? Als wenn ich gegen eine Wand reden würde, das ist doch furchtbar. Ha. Warum sagst du das? Nächste Woche hast du dir einen richtigen Job gesucht, damit das klar ist. Nein! Was sonst? Was soll passieren, hä? Was willst du machen? Einen richtigen Job, ansonsten besorge ich dir einen Job und der wird dir nicht gefallen. Na, ja, aber mir gefällt kein Job, wenn ich nicht das machen darf, was ich möchte. Ich werde trotzdem YouTuber. Ist mir egal, was meine Mutter sagt. Ich höre alles! Psst! Nicht so laut schreien im Hintergrund, bitte! Oh, jetzt reicht mir. Jetzt ist genug. Jetzt ist endgültig genug. Gott, was willst du denn schon wieder? Runter, weg vom Computer. Du hast Computerverbot. Das ist mein Job, Mama. Du kannst mir kein Computerverbot geben. Du gehst jetzt weg. Mach das Haus weiter sauber. Ich sitze jetzt hier. Na toll. So, ich bin jetzt übrigens auch in mein Haus direkt nebenüber eingezogen. Das ist jetzt fertig endlich geworden. Mama. Ja, was? Hörst du mir noch zu? Ich habe dir gerade erzählt. Du hast irgendwas erzählt. Was? Ich habe erzählt, ich war auf einem Event. Wegen meinem YouTube bin ich da drauf hingekommen. Und wieder YouTube. Hallo, das ist mein Job. Das ist mein wirklicher Job. Ich habe mir ein Haus gekauft. Habe ich gerade erzählt. Ich wohne direkt nebenan. Du hast dir ein Haus gekauft? Ja, guck. Magst du? Guck, ich zeig's dir. Hundehütte oder was? Was? Nein, guck. Hundehütte? Nein. Hier. Ja, guck, was? Das ist meins. Sie ist ich bin hier in meinem Pool gefallen. Oh Mann, hab zu wenig geschlafen. Wo denn? Hier direkt nebenan. Das da? Mhm. Da wohnst du doch nicht. Doch, da wohne ich. Guck, das ist mein Haus. Nein, du veräffst mich. Da steht mein Name dran. Ich glaub's ja nicht. Wieso denn? Ich hab doch gesagt, das ist ein Job. Wie bitte? Hast du einen Kredit aufgenommen? Ich hab keinen Kredit aufgenommen. Das ist mein Haus. Ich verdiene Geld. Wohnst du jetzt einfach? Aha. Ist hübsch, oder? Nicht. Aber schön, dass du direkt nebenan eingezogen bist bei deiner lieben Mama. Oh, da freue ich mich besonders doll. Ja, dann können wir uns ganz oft sehen. Und ja, das war das einzige Grundstück, was noch frei sehen, war. Jeden Tag? Halt, stopp. Das ist ja ein schönes Haus, häufig, das du hier hast. Hier kommt noch ein Pool hin. Den habe ich noch nicht ganz fertig. Oh, weißt du, guck mal, da unten ist sogar eine kleine Wohnung in deinem Haus drin. Hast du das schon gesehen? Was? Wie kommt man denn da hin? Hier mit dem Fahrstuhl? Wo ist denn hier eine kleine Wohnung? Ja, hier unten ist so eine kleine Wohnung drin. Guck mal. Oh, warte, Tatsache, hier ist so eine Anlegerwohnung. Schau mal, da kann die Oma einziehen. Das ist ja fantastisch. Hier hat sogar so einen eigenen Stuhl. Die Oma wollte eigentlich, glaube ich, nicht einziehen. Vielleicht kann die bei dir einziehen. Oh, die Oma würde bestimmt liebend gern bei dir einziehen. Eigentlich mit Freunden wohnen. Hallo, Mama. Ich bin oben. Aber ich wollte nicht, dass... Also, kannst du bitte nicht die Oma anrufen? Nein, Mama! Ich habe gesagt, nicht die Oma anrufen.
Hallo, Ronja hat noch einen Platz frei bei sich zu Hause. Oh, ja, du brauchst nicht mehr im Altersheim sein. Nein! Sie würde sich freuen, wenn du bei ihr... Ich kann mich nicht die ganze Zeit um die Oma kümmern. Oh, die Oma kommt ja nachher vorbei. Oh, ich bin mal gespannt, wen ich alles treffe. Oh, warte. Easy, bist du das? Ja, ich bin's. Hi. Ah, wer verrückt, bist du? Komm mal ein bisschen näher, ich kann nicht so nah gucken. Ah, Entschuldigung, hier? Ja, wie geht's dir? Oh, super, super. Ich bin mittlerweile, hab ich aufgehört zu arbeiten, glaube ich, tatsächlich. Also, ich mache nicht mehr viel. Aber, ja, nee, mir geht's gut. Und dir, was machst du eigentlich? Ja, also, ich bin auch fertig. Meine Karriere ist abgeschlossen und jetzt gehe ich in Rente. Ja? Warte, was hast du gearbeitet? Astronautin. Astronautin? Ich meine Astrologin. Astrologin? Ah, ist ja fast das Gleiche. Schön, schön, schön. Sternbilder, in die Sterne fliegen, alles das Gleiche. Mir hat irgendeine verrückte Astrologin prophezeit, dass ich mal böse werde. Ach so? Weil meine Mutter mich wohl falsch rum auf dem Bett geboren hat. Also sie war wohl mit dem Kopfende am Kissen und nicht am Fußende. Also wenn das die Astrologin gesagt hat, dann wird das wohl stimmen, oder? Das glaube ich nicht, nee. Also mir ging es dann eigentlich gut und ich bin YouTuber geworden und eigentlich war ich auch glücklich mein Leben lang. Was war das Schlimmste, was du im Leben getan hast? Was war das Schlimmste? Ja. Ich hatte mal eine Maus gefangen und ich wollte die nicht freilassen. Und meine Mutter hat gesagt, ich darf die nicht behalten. Deswegen habe ich sie in meinem Zimmer versteckt. Ronja, man darf doch keine Mäuse einfach fangen. Wie jetzt? Aber ich habe die... Also die war in meinem Garten. Die Astrologin hatte recht, du bist böse, du bist grausam. Was? Nein, ich habe denen zu Hause gegeben. Ich habe die gefüttert. Mit Waffeln. Ach so, mit was? Mit Kartoffeln? Mit Waffeln, mit diesen knusprigen Waffeln. Weißt du, was ich meine? Diese Zuckerwaffeln. Ja, das klingt eigentlich ganz lecker. Das hat die gerne gegessen. Ja, das glaube ich. Ja, dann bin ich doch nicht böse. Guck, Astrologen reden nur Quatsch. Ich glaube schon an die Astrologie. Naja. Gut. Klar, kann man dran glauben, kann man nicht dran glauben. Ja gut, aber es war schön, dich mal wieder zu treffen. Mach's gut. Mach's gut, ciao. Tschüss. Ach ja, es war doch hersehbar. Ah, da kann man nichts machen. So wie Neb gerade steht. Da musste das so kommen. Ja, auf jeden Fall war sie eine gute. Oder war sie es nicht? Ich bin mir nicht so sicher. Wenn die Astrologin ihr das prophezeit hat, dann muss sie wohl recht gehabt haben. Egal, auf jeden Fall lege ich ihr noch ein paar Blumen hin. Jeder hat Blumen verdient. So, bitteschön, die lege ich da jetzt mal runter. Genommen, wunderbar, alles klar. Ruhe in Frieden, liebe Ronja. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven als YouTuber. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal und den Kanal von der Easy, der ist in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!